müssen wir mal gucken. Es muss zum Oin hierhin geleitet werden. Und zum Onen hierhin. So, da haben wir auch noch einen Toiler. Jetzt brauche ich einen Tunnel. Und ich drücke hier dauernd die falschen Tasten. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ups. Ups. So muss ich nur aufpassen, dass ich dann später nicht auf den anderen Seiten hier noch was fördere. Zumindest so lange nicht, bis wir hier die anderen, ne? Die Lichtbogenöfen, genau. Fehlt einer. Nein. Typ, typ. Typ, so, jetzt wollte ich auch noch Säft haben. Ne, sechsmal Säft. So, viel Spaß beim Produzieren. Huch, achso. Das saved einfach mal frecherweise. Das Ding da weg. Dann passt das nämlich auch mit den Nachbarn. So, hier. Da dürft ihr... Also, heute habe ich es mit den Tasten. So, ich hatte noch zu tun davon. Ja, ich bin total durch den Wind, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da läuft noch nicht alles bei mir richtig in der Spur hier. Aber kriegen wir schon... Achso, ich könnte ja mal, ne? Neuer Komplex, neues Lämpchen sozusagen. So, da mitten rein. Auch mitten rein. Hier ist auch noch ein bisschen dunkel. Da, Lampe. So. So. Mauern. Ja, wird auch ein bisschen Zeit, langsam hier mal zuzumauern, ne? Viel macht ihr ja nicht gerade. Dann kommt zu wenig Stein. Zu wenig Stein. Okay, den können wir noch nicht. Und ihr braucht eine Ewigkeit. Wir haben auch keine Liegen. Okay. Ja, hier mal die Steinabbauecke ein bisschen ausbauen. Damit die Mauern mehr produziert werden. Da muss ich mal gucken, wo ich hier abriegel, weil ich bin ja bis hier oben schon hingegangen. Das ist eine Menge Mauern, die wir brauchen, glaube ich. Oh, Turmfabrik. Die will ich jetzt mal wirklich setzen. Wir werden eine ganze Weile, glaube ich, mit den Türmen hier auskommen müssen. Darum lohnt sich eine Turmfabrik, glaube ich, schon. Kupfer-Output muss auch mal erhöht werden. So, ja. Wie viel haben wir denn? Komm, du mal weg, du mal weg, du mal weg. Dann produzieren wir hier gleich die andere Munition. Ich überlege, ob ich die Turmfabrik provisorisch hier zwischenklatsche. Nicht schön, aber zweckmäßig. Eisen und Kupfer. Ihr braucht ein Zahnrad und dann Schnickschnack. Schnickschnack. So. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja, jetzt müssen wir erstmal warten, bis die hier fertig sind. Yippie-yay. Ich nutze die Gelegenheit, mein Näschen hier mal wieder zu pudern. Teilweise geht das, glaube ich, gar nicht darum, dass da irgendwas rauskommen möchte, sondern dass es sich einfach bloß anfühlt, als möchte da was rauskommen. Und entschuldigt bitte, dass ich euch mit dem Ekelkram nerve. So, grün wird sehr zaghaft produziert, weil du keine Ärmchen bekommst, ne? Weil dir die Schalti-Kreisi fehlen. Und da fehlt Kupfer. Ja, Kupfermangel. Machen wir da mal vier von. Und die drei noch hinterherhauen. Hatte ich ja auch angesagt, glaube ich, am Anfang der dritten Staffel. Ich werde es hier wieder genauso machen, wenn sich so die Gelegenheit ergibt und ich möchte irgendwas vorbereiten, also größer bauen. Dann offscreen wird wieder in der Hosentasche produziert, bis ich die Materialien habe und dann wird gezeigt, wie ich es aufbaue. Weil sich das doch sehr, sehr lange hinzieht, finde ich. Aber ich versuche dieses Mal auch einen extra Komplex zu bauen für... Kleinscheiß, möchte ich es mal nennen.
ne, wo wir dann halt blaue Ärmchen herstellen, wo wir die Fabriken herstellen und so weiter. Ich möchte doch gerne möglichst alles automatisiert haben diesmal. Oder sehr viel, sage ich mal so. Machen wir schon mal eine Handvoll. Warum arbeitet ihr nicht? Ach, ihr baut da noch was ab, was ihr gar nicht verarbeiten könnt, ne? Da sag ich mal Der und der. Ups. Das ist jetzt natürlich nicht so schön. Das ist hier komplett mit drin? Oh, Mist. Das ist ja Mist. Was auch immer das für ein Zeug ist. Wird hier natürlich nicht angezeigt. Sagen wir mal ein bisschen was ein. Nickel! Okay. Nickel wird damit abgebaut. Ja, dann muss ich das Nickel erstmal hier rausfiltern, bis es verarbeitet werden kann. Oder von mir aus kann das auch stehen und wir gucken gleich mal, ob wir Nickel als nächstes erforschen können. Und ich muss schon wieder entschuldigen, bitte. So. Und wieder da. Ja, gucken wir gleich mal, ob wir was erforschen können, was uns das Nickel vernickelt. Ihr bekommt zu wenig Eisen, ne? Eisen. Du baust nur Eisen ab, du baust nur Eisen ab. So, dahin. Tap. Ihr könnt da erstmal weg. Kupfer wollte ich erweitern, ne? Deswegen stelle ich die Dinger ja auch eigentlich nur her. Ich habe irgendwas zwischengeschoben. Genau. Achso, die Teiler, genau. Die sind auch da. Wo habe ich denn das Kupferabbaugebiet? Irgendwo unten, ne? JWD. Okay, dass die noch da stehen, habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Oh, du alleine bringst natürlich auch nicht genug. Warum habe ich dann Knick gemacht? Muss das auf die Bandseite kommen? Kann das sein? So, Vektor, Vektor. Auch du kommst mal mit. Ja, 1990 Kupfer. Ist ein bisschen was, was wir einschmelzen können, ne? Ja. So viele Öfen haben wir. Ja, tatsächlich, es muss auf die linke Bandseite. Muss ich auch drauf achten. Ja, brav, schmelzi, schmelzi. Ami, Ami. So, alles Rinder, fertig. Lampe ist da. Wie sieht das denn aus? 100 Schuss, 76, 50... 50. Ich glaube, die haben noch nicht einmal gefeuert. Das sind nur die, die hier feuern, glaube ich. Ich weiß das nicht. Hab da nie nachgeguckt und getestet. Gibt es die Möglichkeit, mit Drohnen oder mit einem anderen Mittel so etwas einsammeln zu lassen, was hier so rumliegt, dieser kleinen Kram, und in eine Truhe zu packen? Gibt es da etwas für? Das wäre mal schön zu wissen. So, einen besseren Mining Drill hätte ich auch ganz gern. Aber ich wollte irgendwas Spezielles jetzt machen, ne? Das habe ich auch schon wieder vertüdelt. Ach, Nickel. Ich wollte gucken, ob wir Nickel machen können. Damit das vom Band runterkommt und ich nicht filtern muss. Aluminium. Alloys. Bronzeplatte. Nitinol, Invar, Elektrum, Alloy. Aber ein bisschen was zu forschen hier noch, ne? So eine Kleinigkeit. Nitinol, Nuclear Energy, Nickel. Nickel braucht den da. Machen wir den da. Mokwimol, den da. Ja, und wieder ist es stockfinster hier.
glaube, es wäre am besten, hier mal mit der Mauer anzufangen. Aber, gehen wir schon wieder zu dem Punkt, aber vorher hätte ich gern eine Turmproduktion. Ach hey. Hier mal Stockfinster. Huch. Ja, da. Nein, ich lasse da keine zwei stehen. So. Ja. Vehikel. Danke. Da waren wir. So. Achso, ich habe auch viel zu dicht dran gesetzt, ne? Achso, weil es ja auch vollkommen egal hierbei ist. Weil das Ding ja nur provisorisch dazwischen gestopft wird. So, mach du mal dahin. Du gehst mal dahin. Du gehst mal dahin und schon. Ja, ich versetze die Fabriken einfach gleich. Und ich glaube, Fiesbänder klauen wollte ich auch. So, geh mal dahin. Wer? Da haben wir das zahnige Rad. Ich glaube, ich brauche ein Ärmchen, ne? Ein paar Ärmchen. Da brauchen wir... Ach, die blauen konnten wir, glaube ich, noch gar nicht herstellen. Und Kupfer fehlt. Es fehlt Kupfer. Ärmchen, da. So. Und das müsste ja schon die Endproduktion sein, sobald ich ihm hier auch noch Kupfer dazu bringe. Da mache ich mir das mal einfach. So. Dahin. Tada. Okay, muss ich aufpassen, wenn ich hier beide Bandseiten für Eisen benutze. Ob er, das dürfte so der gröbste Teil schon mal sein. Verzahn du schon mal die Fabrik. Unterdessen hier, ne? Jetzt brauchst du noch Ärmchen. Wie viele Zahnräder benötigst du denn? 10. Also das ist mal meine Nummer, ne? Ganz schön teuer, so ein Turm. Huch. Alloy Processing. Ich mach's einfach mal. So, wir beschleunigen das hier mal ein bisschen, indem du einen zweiten Arm bekommst. Geht schon mal ganz gut. Oh, das gibt's ja nicht. Okay, der braucht auch eine halbe Stunde, um Turm fertig zu machen. Ist schon okay. Wir brauchen da keine hohe Produktion, nur eine kontinuierliche Produktion. Und das ist, glaube ich, jetzt gewährleistet. Nehmen wir noch ein bisschen runter hier. Also Kupfer. Ja, wir brauchen mehr Kupfer. Ja, ich klaue euch erstmal das Kupfer. Kupfer in die Tasche. Lalalala. Oh, wo ist es denn? Gut, hier steht das schon mal. Dann haben wir das Potenzial, das hier ein bisschen auszuweiten. Oh, Ärmchen, ne? Mogi mal 20 Ärmchen. Huch. So, was ist das in Primary High Power Mark 1? Ja, ein bisschen zur Stromversorgung. Aktuell geht's noch. Wir haben ja keine Lasertürme, die irgendwie Strom schlucken, von daher ist das auch okay. Wer das Lied erkennt, ja, hat Kinder wahrscheinlich. Oder war mal ein Kind. Ärmchen. Ach, da. Dass immer der letzte Arm fehlen muss.